Der ehemalige griechische Politiker und Widerstandskämpfer Manolis Gletsos ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Gletsos wurde als der Mann bekannt, der während der deutschen Besatzung gemeinsam mit Apostolos Santas die auf der Akropolis wehende Hakenkreuzfahne herunterriss. Gletsos wurde von den Deutschen in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Nach seiner Festnahme im März 1942 erkrankte er in Haft an Tuberkulose und wurde entlassen, später aber erneut festgenommen. Der in verschiedenen linksgerichteten Parteien tätige Gletsos saß später abermals in Haft, unter anderem zu Zeiten der Militärherrschaft in Griechenland Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Gletsos war ab 1980 für die sozialistische Partei PASOK Abgeordneter im griechischen Parlament. Im Europäischen Parlament saß er in den 1980er Jahren sowie nach der Europawahl im Mai 2014. Gletsos starb griechischen Medien zufolge an Herzversagen.